Hier, warte mal, es gibt was zu feiern. Wir haben einen riesen Auftrag an Land gezogen. Ein Verwaltungsgebäude im Münchner Norden, 6 Stockwerke, über 100 Büros und wir werden das alles einrichten. Gratuliere. Heckler hat schon wieder verloren. Und wer ist Heckel? Die Konkurrenz, ich habe ihn ausgetrickst. Aha, wie macht man das? Man muss wissen, was der andere für Trümpfe hat. Es gab da eine Ausschreibung, ich hatte die besseren Trümpfe und habe den Zuschlag bekommen. So einfach ist das. Die sind schon vorm Haus. Wir müssen noch mal darüber reden. Worüber? Dass ich meinen Job an der Schule weitermachen will. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sitzt hier auf der Treppe und erschreckst Leute. Hast du sie noch alle? Guten Abend, Melanie. Guten Abend, Frau Aschenbach. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Frau Hartwig hat mich reingelassen. Lydia, würdest du mir bitte ein Glas Wasser besorgen? Ja, ja. Ich soll dir ausrichten, dass ich für 3 Tage zu ihrer Schwester nach Regensburg gefahren bin. Das weiß ich doch längst. Und, was willst du? Na, was schon, Geld natürlich. Wir machen morgen eine Klassenfahrt nach Wien. Ja, das stimmt. Die 11. und die 12. Klasse. Danke. Und warum fragst du nicht deine Mutter? Die kriegt schließlich genug Unterhalt. Eben nicht, sonst müsst ihr ja nicht die ganze Zeit in diesem beschissenen Klamottenladen stehen. Gut, ich gehe dann schon mal hoch. Vergiss bitte nicht, dass wir morgen Abend Theatergarten haben, ja? Ich komm gleich. Gute Nacht, Melanie. Gute Nacht. Außerdem ist sie nicht da. Ja, und wo ist sie? Teneriffa eine Woche. Na, siehst du. Nichts sehe ich. Ist ihr erster Urlaub seit eurer Scheidung. Hier. Wie siehst du eigentlich aus? Du läufst rum wie der letzte Penner. Wir haben halt keine Kohle für neue Klamotten. Drum bettle ich dich ja an. Hast du einen Freund? Sicher habe ich einen Freund. Aber ich schätze, du hast keinen. Und wieso nicht? Weil du ein Arschloch bist und ein verdammter Geizkragen. Verschwinde. Die Sache steigt morgen Abend. Die beiden sind im Theater und die Haushälterin ist verreist. Also, das ist die Diele. Du kommst die Treppe aus dem Keller hoch. Das große Bild in der Diele kannst du hängen lassen, sonst werden wir eh nicht los. Hier ist das Arbeitszimmer. Und genau an dieser Wand hier hängt der alte Stich, den krallst du dir. Und die kleine Elfenbeinfigur vom Schreibtisch. Vielleicht dann noch ein bisschen vom Silberzeug. Das war's? Das war's erstmal. Und wie komme ich da rein? Also, das erste Kellerfenster von links, wenn du hinterm Haus bist, ist angelehnt. Die Alarmanlage habe ich abgestellt. Verschwinden Sie! Ich denke nicht daran! Jetzt wird erstmal Tacheles geredet! Wenn Sie es nicht gehen, lassen Sie rauswerfen! Das können Sie sowas. Sie haben den Auftrag nur gekriegt, weil ich Ihnen die Kalkulation von Heckel besorgt habe. Was wollen Sie eigentlich? Sie haben doch Ihr Geld. Das war die Anzahlung. Ich will den Job, den Sie mir versprochen haben. Suhrmann, das haben Sie geträumt. Geträumt? Voss, jetzt haben Sie ein Problem. Fangen Sie gar nicht erst an, über Erpressung nachzudenken. Und jetzt raus! Die Sache ist noch nicht zu Ende. Das verspreche ich Ihnen. Ihr Besucherschein. Danke. Tut mir leid. Schon gut.
Ist noch irgendwas? Hier ist die Korrespondenz mit Steinmann. Legen Sie es auf den Tisch. Und die Presse hat angerufen, die haben Wind gekriegt von dem Auftrag. Um 12 hätten Sie noch eine Dreiviertelstunde. Tja, ein bisschen Werbung kann nicht schaden, Frau Stiegler, was? Ist noch was? Kann ich Sie versprechen? Später, ich bin jetzt für eine halbe Stunde bei Rummel. Schade, ich wäre gerne mitgekommen. Soll ich dir was mitbringen? Ja, Lilliput-Pralinen in einer Miniaturkommode, aber dann die ganz kleine mit zwei... Tschüss. Mit zwei Schubladen, ja? Und wo gibt's die? Eine an der Konfiserie am Graben in der Nähe vom Stephansdom. Oh, und dann Katalog vom Dorotheum ab, bitte. Mach ich. Melanie, es wird Zeit! Also, dann mach es gut. Ja, tschüss. Machen Sie es gut. Du auch. Sagen Sie, ist es eigentlich was Ernstes zwischen Ihnen und meinem Vater? Ich glaube schon. Sollten Sie sich noch mal überlegen. Es wird nicht gut gehen. Er ist ein Macho. Ich weiß. Aber ich denke, ich komme damit klar. Tschüss. Tschüss. Ja, Aschenbach? Edith Stiegler, die Sekretärin von Herrn Voss. Ah, ich erinnere mich, ja. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie anrufe. Ich hoffe, ich störe nicht gerade. Nein, überhaupt nicht. Ich würde Sie gerne sprechen. Ja, bitte. Nicht am Telefon. Im Café in der Neutumstraße. Worum geht's? Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, eher umgekehrt. Hoffe ich jedenfalls. Den habe ich heute Morgen bekommen. Wussten Sie das? Nein. Ich auch nicht. Danke. Sich denn nicht, verdammt nochmal? Blöd, Mann. Zahlen bitte. Und was soll das? Das siehst du doch. Ich gehe. Gehst. Lass mich! Herz. Das soll der Doc bestätigen. Guten Abend. Fragen Sie nichts, wir sind auch gerade erst gekommen. Wir wissen nur, dass der Mann Richard Voss heißt und dass vor einer halben Stunde von hier aus der Notrufzentrale angerufen wurde. Und dass aus dieser Pistole ein Schuss abgefeuert wurde. Was ist das für ein Ausdruck in seinem Gesicht? Ungläubiges Staunen. Ich sehe da nur ein paar Kratzer. Da oben ist noch jemand. Hallo? Hallo? Hilfe! Hilfe! Hören Sie mich! Wer sind Sie?
Lydia Aschenbach. Ich komme hier nicht raus. Micha! Ist der Doc schon da? In den anderen Zimmern ist keiner mehr. Was ist passiert? Er hat mich eingeschlossen. Wer? Richard Voss. Er hat mich geschlagen. Und in dieses Zimmer gezerrt. Eingeschlossen. Später habe ich einen Schuss gehört. Wann? Wie spät ist es? Kurz vor 11:30. Ich weiß es nicht. Was ist mit ihm? Sind Sie seine Frau? Er ist tot. Er ist tot? Er wurde erschossen. Und jetzt? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie beantworten mir eine Frage und ich bringe Sie dafür nach Hause. Okay. Was ist hier passiert? Witzig. Na gut, dann fahre ich mit dem Taxi. Ach, Kollege, jetzt machen Sie sich das aber ein bisschen zu leicht. Für mich sind das zwei verschiedene Verbrechen, die zufällig am selben Abend im selben Haus passiert sind. Ja. Ein Mann misshandelt Frau und sperrt sie ein, weil sie ihn verlassen will. Anschließend wird er von einem Einbrecher, den er auf frischer Tat ertappt, mit seiner eigenen Pistole erschossen. Na, Vigan, das beantwortet aber nicht die Fragen. Warum zum Beispiel die Alarmanlage ausgeschaltet war? Wer war der Anrufer? Wie ist er ins Haus gekommen? Und warum war nur eine Patrone im Magazin? Genau, wieso? Davon weiß ich ja gar nichts. Naja, die restlichen, die haben wir in der Schublade gefunden, im Schreibtisch. Würden Sie die Patronen aus dem Magazin nehmen, wenn Sie im Haus einen Einbrecher hören? Nee. Einen Selbstmord können wir auch ausschließen. Der Schuss ist aus ca. 2 Meter Entfernung abgegeben worden. Haben Sie die Atemschlüssel? Ah ja. Was ist das denn? Voss Bürodesign, Büromöbel direkt vom Hersteller. Na, dann schauen wir uns das morgen im Büro auch an. Nacht, Kollegen. Nacht. Darf ich jetzt mitfahren? Was? Na ja, steigen Sie ein. Danke. Lydia Aschenbach wird jetzt ziemlich böse erwischt. Prellungen und Blutergüsse. Eine offene Wunde am Kopf. Eine leichte Gehirnerschütterung und eine angebrochene Rippe, sowie massive Verletzungen im Genitalbereich. Wie? Sie ist vergewaltigt worden? So ist es. Herein. Guten Tag. Ja, bitte? Sie erinnern sich nicht? Oh ja, doch. Sie haben mich gestern Nacht ins Krankenhaus gebracht, Herr... Hane. Nehmen Sie bitte einen Stuhl. Danke. Wie geht es Ihnen? Ich bekomme Medikamente gegen die Schmerzen. Viel haben Sie uns gestern Nacht nicht erzählt. Können Sie sagen, was passiert ist? Sie sind vergewaltigt worden. Hat das der Arzt gesagt? Fangen wir andersherum an. Hat außer Richard Voss und Ihnen noch jemand in dem Haus gewohnt? Nein. Und gibt es noch andere Angehörige, die wir benachrichtigen müssen? Er ist seit 3 Jahren geschieden und hat eine 17-jährige Tochter, die bei ihrer Mutter wohnt. Nix. In der Nachbarschaft hat niemand einen Schuss gehört. Hier, der Anruf kam um 21:45 Uhr. In
der Wenninger Straße 3 liegt ein Toter. Das war's. Ich habe nichts damit zu tun. Glaubt ich. Männliche Stimme, noch relativ jung, würde ich sagen. Und frech, wenn er der Täter ist, der vom Telefon des Opfers zur Polizei anruft. Und, Hane, hat sie noch was gesagt? Sie ist Studienrätin am Gymnasium, hat eine Wohnung in der Husestraße, hat sich aber meistens im Haus von Voss aufgehalten, den sie seit 2 Jahren kennt. Richard Voss hat eine Ex-Frau und eine 17-jährige Tochter namens Melanie, die bei ihrer Mutter lebt. Melanie Voss ist zurzeit auf einer Klassenfahrt in Wien. Dann gibt es noch eine Haushälterin, die gerade ihre Schwester in Regensburg besucht. Das überprüfe ich aber noch. Richard Voss und Lydia Aschenbach hatten für gestern Abend Theaterkarten. Daraus wurde aber nichts, weil Voss sehr spät aus der Firma gekommen ist. Und sich dann sein eigenes Theater inszeniert hat. Das kann doch kein Zufall sein, dass ausgerechnet dann eingebrochen wird, wenn alle weg sind. Oder weg sein sollten. Sie wollte ihn verlassen. Hat sie gesagt, warum? So weit waren wir noch nicht. Da kam irgend so ein Gehirnkontrolleur und hat sie zu einer Untersuchung abgeholt. Heute Mittag wird sie entlassen. Ach ja, Voss hat sie nicht nur geschlagen, sondern auch vergewaltigt. Haben Sie die Adresse von der Firma? Ja, klar. Gut. Ach, Hane, schenken Sie doch mal die Vermögensverhältnisse, ja, ob es da ein Testament gibt und wer das alles erbt. Gut, ist das alles? Wenn doch was ist, ruf mich an. Wunderbar. Hatten Sie auch privaten Kontakt zu Richard Voss? Nein. Aber Sie kennen sich in seinem Privatleben ganz gut aus. Was man hier so mitkriegt. Kennen Sie eine Frau Aschenbach? Ja, er hat sie uns mal vorgestellt. Gibt es Ihrer Meinung nach irgendeinen Hinweis darauf, dass dieser Mord aus geschäftlichen Gründen verübt wurde? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Also irgendwelche Missstimmigkeiten in letzter Zeit? Das weiß ich nicht. Ich bin erst seit 2 Tagen wieder im Büro. Wo ist Ihre Kollegin? Die arbeitet nur 3 Tage in der Woche. Tja, und ich kann Ihnen wirklich nicht viel sagen. Wenn Sie wissen wollen, wie es in der Firma jetzt weitergeht ohne Herrn Voss, wenden Sie sich am besten an die Herren der Geschäftsleitung. Wissen Sie, mich interessiert vor allem, ob es hier jemanden gibt, der Motiv gehabt haben könnte, Richard Voss umzubringen. Und das wissen die Sekretärinnen noch am ehesten. Ja. Ist das der Terminkalender von Richard Voss? Ja. Kann ich den mal sehen? Ja. Danke. So, ich brauche die Namen von gestern und vorgestern, ne? Jo. Die Telefonnummer und die Adressen. Könnte ich die auch haben? Ja, von den meisten jedenfalls. Gut. Das ist Ihre Tochter, ne? Ja. Das sieht man gleich. Das ist ein schönes Foto. Ist sie Model? Nein. Sie war Stewardess. Sie war? Wieso? Was ist passiert? Sie ist vor 3 Wochen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das tut mir leid. Jetzt gleich? Wenn Sie so freundlich wären. Mir fällt ein, gestern Morgen war ein Mann bei Herrn Voss, der mit ihm gestritten hat. Ich glaube, er hieß Surmann. Surmann? Der steht hier aber nicht mit drin. Ich kannte den Mann nicht. Er kam ohne Anmeldung, aber Voss schien ihn gekannt zu haben. Wissen Sie, worum es bei dem Streit ging? Nein. Also nur Surmann, sonst nichts. Bedauere. Ich kann ihn beschreiben. Mitte 50, ungefähr 1,70, mittelblonde Haare. Ja gut, das müsste man ja rauskriegen können. Ja. Danke. Wir treffen uns dann unten beim Pförtner. Gut. Wer wird denn jetzt nach dem Tod von Richard Voss das Sagen haben hier in der Firma? Herr Richter und Herr Schmidt, die beiden Geschäftsführer. Dr. Schlüter, der Justiziar. Der persönliche Anwalt von Richard Voss? Nein, das ist Dr. Gruber. Möchten Sie sprechen? Gerne. Herr Richter und Herr Schmidt sind beide geschäftlich gerade im Ausland. Ich habe sie heute Morgen gleich benachrichtigt und sie sind schon auf dem Rückflug hier nach München. Ich schätze mal, dass sie so gegen, naja, spätestens gegen 16 Uhr wieder im Haus sein werden. Danke, vielen Dank. Richten Sie den Herrn doch bitte aus, dass ich Sie heute Nachmittag sprechen möchte, und zwar einzeln. Kommen Sie wieder hierher? Ja. Ach, eine Frage hätte ich ja dann doch noch.
Wie haben Sie eigentlich vom Tode Ihres Chefs erfahren? Die Zeitung hat mich heute Morgen angerufen. Die wussten das schon. Zeitung, da kann ich Ihnen Geschichten erzählen. Also vielen Dank. Wiederschauen. Hier, ich hab die Adresse. Auf dem Besucherschein, da steht außer Schuhgröße und Kragenweite so ziemlich alles. Das ist doch wunderbar. Hier, damit können Sie dem Hahn eine Freude machen. Wer ist das? Das ist der Rechtsanwalt von dem Voss. Herr Suhrmann? Ja? Wiegand, Kripo München, mein Kollege Siska. Ihre Frau hat uns gesagt, dass wir Sie hier finden würden. Wie haben Sie mich erkannt? Hat meine Frau mich beschrieben, oder? Nicht Sie, den Hund. Der ist ja auch außergewöhnlich, ne? Hat er was angestellt? Kennen Sie Richard Voss? Naja. Wissen Sie, dass er tot ist? Woher soll ich das wissen? Gestern jedenfalls war er noch nicht tot. Richtig, Sie waren ja in seinem Büro. Es soll einen heftigen Streit gegeben haben. Ach, Streit? Ich wollte einen Job von ihm, den hat er mir nicht gegeben. Obwohl er es mir versprochen hatte. Sind Sie arbeitslos? So gut wie. Ich habe in meiner alten Firma gekündigt. Weil Voss mir in seiner Firma einen Job fest zugesagt hatte. Gestern wollte er auf einmal nichts mehr davon wissen. Hat mich reingelegt. Naja, das hat er jetzt davon. Wo waren Sie denn gestern Abend? Wieso? Hat mich jemand gesehen? Na schön, dann sage ich die Wahrheit. Ich war gestern Abend vor dem Haus von Voss. Ich wollte einen Zettel unter seiner Tür durchschieben. Erpressung? Oh, Himmels Willen! Oder so etwas Ähnliches? Naja, ich wurde gestört. Junger Mann, der aus dem Haus kam. Komm. Ja. Wann war das? 9:45. Haben Sie einen Schuss gehört? Nein. Aber der junge Mann ist mir irgendwie aufgefallen. Kannten Sie ihn? Nein. Der kam mir aber verdächtig vor. Ich habe mir seine Autonummer gemerkt. Ja, nun machen Sie es nicht so spannend. Warten Sie mal. M ist klar. 2x Nordpol. 1770. Ganz einfach. Geburtsjahr von Beethoven. Ja, Jakob, ich bin's. Wir brauchen einen Fahrzeughalter. Das Kennzeichen ist München. 2x Nordpol. 1770. Herr Suhrmann, wenn das nicht stimmt, dann können Sie Ihrem Flocki da für längere Zeit lebewohl sein. Ja. Beeilst du dich bitte? Gut. Mein Gott, wie lange dauert das denn? Warum ruft er nicht zurück? Wahrscheinlich hat uns der Suhrmann in Bern aufgebunden. Der hat sich die Nummer ausgedacht in dem Moment. Bloß um uns loszuwerden. Dann hat er uns gleich wieder. Wenn der den Voss wirklich umgebracht hat, dann verdienen wir den Trottelorden. Ja, nun bleiben Sie mal ganz ruhig. Wir befragen einfach das Orakel. Hm? Wenn die Messerspitze nach da zeigt, dann hat er uns reingelegt. Und wenn die Messerspitze nach da zeigt, dann wissen wir heute noch, wer aus dem Hause Voss den Notruf abgegeben hat. Also, Sie können da ganz locker bleiben. Wenn der Suhrmann uns wirklich angelogen hat, dann ist er unsere heiße Spur. Wo ist das Problem? Hm. Scheiß Orakel. Hm. Ja. Florenz, der Wagen ist auf einen Ulf Bauer zugelassen. Wie alt ist denn der? 28. Na prima, das würde ja passen. Ich habe mit seiner Tante telefoniert, bei der er zur Untermiete wohnt. Also, sie sagt, er arbeitet in einem Musikgeschäft bei Rottmanns in der Neusiedlerstraße 45. Danke. Mensch, Jakob, du bist geschenkt. Das war die Revanche für den Anwalt von Voss. Bis dann. Tja, Mahlzeit. Darf jeder sagen, dass er denkt oder was er denkt? Aber die Talkshow, die Oper, das ist schenkt. Und Genius, Vegas, hallo. Hi, kann ich euch helfen? Ja, wir möchten gerne Ulf Bauer sprechen. Wen? Ulf Bauer. Ach ja, Mockel. Der ist da hinten. Ich hol ihn mal. Ne? Hey, muss das sein? Muss sein, ja. Bauer. Na bitte. Ulf Bauer alias Mocke. Na, also komm.
Hat Richard Voss eine Andeutung gemacht, dass er in Schwierigkeiten ist oder dass ihm jemand gedroht hat? Nein, er war auch nicht der Typ für sowas. Er hatte ihm alles im Griff. Warum wollten Sie ihn verlassen? Weil er mich betrogen hat. Entschuldigung, ich will nicht zynisch sein, aber sowas kommt vor. Ja, aber irgendwann ist es zu viel. Das gestern war ein spontaner Entschluss. Ich habe einfach keine gemeinsame Zukunft mehr gesehen. Ich bin nach Hause, also in das Haus von Richard Voss, gefahren und habe gepackt. Er kam eine halbe Stunde später, sah die Koffer und ist wie ein Tier bei mich hergefallen. Und dann hat er sie eingesperrt? Ja. Und was danach passiert ist? Das weiß ich nicht. Ich habe nur später, wie ich Ihrem Kollegen schon gesagt habe, einen Schuss gehört. Können Sie mir die Dinge abmachen? Na, ich denke gar nicht dran. Was wollen Sie in dem Haus? Das haben Sie auch selbst gesehen. Da gibt es eine Menge zu holen. Kennen Sie Richard Voss? Wer? Der Eigentümer dieses Hauses. Er hat Sie auf frischer Tat ertappt. Erinnern Sie sich nicht mehr? Er holte seine Pistole, Sie haben ihm diese Waffe entrissen und auf ihn geschossen. Falsch. Der lag da schon tot rum und eine Waffe habe ich auch nicht gesehen. Ich bringe doch nicht jemanden um und rufe anschließend die Polizei. Das ist ein Trick, um sich unverdächtig zu machen. Darf ich mal? Wieder falsch. Ich bin nicht auf Drogen. Warum gerade das Haus, Voss? Hat Ihnen jemand einen Tipp gegeben? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Ganz einfach, weil ich nicht an Zufälle glaube. An dem Tag, an dem Sie da in das Haus einbrechen, war das Kellerfenster auf, die Alarmanlage ausgeschaltet und die Haushälterin, die im Suttere wohnt, verreist. Also! Gehen Sie schon mal vor. Wie geht's Ihnen? Besser, danke. Kennen Sie den jungen Mann? Ja, das ist der Freund von Melanie Wolf. Ist nicht wahr. Doch, doch, da bin ich mir ganz sicher. Er hat Melanie gestern zum Bus mitgebracht. Hat er was mit dem Mord zu tun? Vielleicht. Wir brauchen das Mädchen. Ich weiß, wie Sie erreichen können. Die Kollegin, die mit den Schülern in Wien ist, heißt Rehling. Und ihre Handynummer ist 0171 400 4554. Was ist jetzt mit dem Ulf Bauer? Er steckt seine Finger gerade in den Tuschekasten. 400 4554. 4-0-4-5-5-4. Frau Rehling, Peter Siska, Kriminalpolizei München. Ich hätte gerne Melanie Voss gesprochen. Ich verstehe. Gut, vielen Dank. Auf Wiederhören. Der Ulf Bauer hat übrigens zugegeben, dass er gestern Abend im Hause Voss war und die Nummer 110 angerufen hat. Soll ich noch eins draufsetzen? Aber immer. Die Tochter von Voss ist seine Freundin. Moment. Dann war der ja gar nicht im Haus, um Voss zu bestehlen, sondern um seiner Freundin mit dem Ableben ihres Vaters zu einem frühzeitigen Erbe zu verhelfen. Sie wissen was, was ich nicht weiß. Wundert Sie das? Überhaupt nicht. In Kürze. Voss ist ein reicher, ein sehr reicher Mann. Der Firma geht's gut. Es gibt kein Testament. Melanie Voss ist seine einzige Tochter. Das heißt, das Mädchen erbt alles. Wenn das kein Motiv ist. Sie hat ihn angestiftet. Und das Ganze passiert, während sie auf einer Klassenfahrt in Wien ist. Gut, da ist sie nicht mehr. Ich habe da gerade angerufen. Jemand hat sie benachrichtigt, dass der Vater tot ist. Also sie ist auf dem Weg nach München. Ja, aber das passt doch. Ja, hört sich gut an. Ich glaube nicht dran. Ich meine, wieso sollte er dafür die Waffe von Voss genommen haben? Weil er seine eigene nicht gebraucht hat. Voss hat ihn vorher bemerkt. Hat der Junge aber Glück gehabt, dass da wenigstens noch ein Schuss drin war. Hm? Ja, das stimmt. Bitte nehmen Sie Platz. Den Zirkus mit den Fingerabdrücken hätten Sie sich sparen können. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich in dem Haus war. Ja, das haben Sie gesagt. Sie haben viel gesagt. Das sind die Abdrücke vom Pistolenlauf. Na, prächtig. Und dass Sie die Pistole von Voss nie gesehen haben, das haben Sie auch gesagt. Ja? Dann erklären Sie uns bitte mal, wie Ihre Fingerabdrücke auf die Waffe kommen. Na, kommen Sie her, ich zeig's Ihnen! Okay, okay, ich habe die Waffe angefasst. Die lag da, neben dem toten Voss. Ich habe sie irgendwie in die Hand genommen, einfach so.
Einfach so nehmen wir sie jetzt in Polizeigewahrsam. Ich glaube es nicht. Ich schon. Und über Ihre Freundin Melanie Voss reden wir dann morgen. Haben Sie sie angerufen und ihr von dem Tod Ihres Vaters erzählt? Ja. Und tschüss. Leider nur Indizien. Vielleicht ist uns ja die kleine Voss bei einem Geständnis behilflich. Ach, ich weiß nicht. Also in einem gebe ich diesem Ulf Bauer recht. Wenn jemand jemanden umbringt, dann ruft er nicht danach die Polizei an. Es sei denn, er will unbedingt festgenommen werden. Was haben Sie vor? Ich fahre nochmal die Firma von dem Voss. Ein paar Herren der Geschäftsleitung warten auf Ihre Einvernehmung. Ja, Wiegand, Kripo München. Ja? Ja, Moment bitte. Ist für Sie irgendeine Lokalredaktion? Das ist wichtig. Ja, Siska? Ach nee. Danke. Frau Stiegler, Feierabend? Nein, ich muss noch ein paar Besorgungen machen. Die Herren sind informiert und erwarten Sie. Die Herren interessieren uns im Moment weniger. So? Sie haben uns nicht die Wahrheit gesagt. Darf ich fragen, in welchem Zusammenhang? Bitte möchten Sie Ihre Sachen nicht ablegen, das könnte ein wenig länger dauern. Ich darf doch, oder? Sie haben gesagt, jemand von der Zeitung hätte Ihnen heute Morgen mitgeteilt, dass Richard Voss tot ist. Ja, so war's. Welche Zeitung war's? Die da. Die bestreiten das. Der Mann, der mich angerufen hat, sagt, er hätte die Meldung gerade eben im Polizeibericht gelesen. Daran erinnert sich in der Redaktion aber niemand. Dann hat der Mann sich für jemanden ausgegeben, der er ganz offensichtlich nicht war. Möglich. Sie wissen, wie er heißt? Leider. Wo waren Sie gestern Abend? Warum fragen Sie? Weil es sein könnte, dass Sie schon gestern Abend vom Tod Ihres Chefs gewusst haben. Nein. Wo ich war, ich bin gerade dabei, das Apartment meiner Tochter aufzulösen. Da will in 2 Wochen ein neuer Mieter rein. Wo ist das? Weberstraße 1A. Und von wann bis wann war das? Ich habe mir so gegen 7:30 den Schlüssel vom Hausmeister geholt und ihn gegen 11:30 wieder abgegeben. Sie wissen, wo das ist? Ja, sicher. Gut, dann fahren Sie da schon mal hin. Ich mache das hier allein. Brauchen Sie mich, ne? Nein, vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke. Die hat da irgendwas. 2 Todesfälle innerhalb von 3 Wochen. Wer weiß, vielleicht hat sie an dem Voss gehangen. Das glauben Sie doch selber nicht. Bis später. Ja? So, ich höre nichts. Wer ist da? Melanie, Melanie Voss. Ah, wo bist du? Am Bahnhof. Ich bin gerade angekommen. Ich weiß nicht, was los ist. Ulf hat mir gesagt, dass mein Vater tot ist. Ulf? Ulf Bauer, mein Freund, der mich zum Bus gebracht hat. Er hat mich in Wien angerufen. Jetzt kann ich ihn nirgendwo erreichen. In dem Geschäft, wo er arbeitet, haben sie gesagt, dass die Polizei ihn festgenommen hat. Ich verstehe das nicht. Okay. Kennst du das Hotel Prinzessin Elisabeth? Nein. Dann lass dich da hinfahren. Wir treffen uns dort in, sag mal, 1 Stunde, ja? Warum sind Sie hier? Weil ich das Haus deines Vaters nicht mehr betreten werde. Und bei mir in der Wohnung sind Gäste aus Berlin, ist mir zu eng. Was kriegt man für 2 Jahre Zusammenleben? Nichts, wenn es kein Testament gibt. Ärgert Sie das? Nein. Ich habe meinen Beruf. Gut, dass ich ihn noch nicht gekündigt hatte. Dein Vater wollte nicht, dass ich weiter an der Schule unterrichte. Ich hätte auch nicht mit ihm zusammenleben wollen. Aber was soll ich machen? Ich habe total Angst, dass ich damit reingezogen werde. Kennst du den Anwalt deines Vaters, Dr. Gruber? Das ist der, der meine Mutter bei der Scheidung ausgetrickst hat. Ich würde trotzdem zu ihm gehen.
Was sich dann herausstellt, dass dein Freund unschuldig ist, dann hast du sowieso nichts zu befürchten. Frau Stiegler? Die Mutter der Stewardess? Ja. Ja, die war hier. Das wird so gegen 7:30 gewesen sein. Wir waren gerade beim Abendessen. Was hat sie denn gewollt? Den Schlüssel fürs Appartement. Hat sie ihn auch wieder zurückgebracht? Ja, sicher. Ich war sauer, weil es schon fast Mitternacht war. Hm. Und zwischendurch? Wie zwischendurch? Na, hätte sie zwischendurch die Möglichkeit gehabt, das Haus zu verlassen, ohne dass Sie es gemerkt hätten? Ja, klar hätte sie das. Ich sitze doch nicht den ganzen Abend am Fenster und gucke, wer da rein und raus geht. Sie wünschen? Petra Hesse. Ich bin hier mit Frau Stiegler verabredet. Und sie ist nicht hier. Wiegand, Kripo München. Wann waren Sie denn mit Frau Stiegler verabredet? So um 20 Uhr. Ich habe mich verspätet. Unsere Maschine hatte keine Landeerlaubnis. Ja, sie war noch nicht hier. Wenn Sie mich brauchen, ich bin unten. Gut. Sie wollte mir eigentlich ein paar Sachen von ihrer Tochter geben. Claudia und ich, wir waren befreundet. Haben Sie auch zusammen gearbeitet? Mhm. Die hier, die haben wir zusammen in Nairobi gekauft. Die Mutter tut mir so leid, sie hat so sehr an Claudia gehangen. Was ist denn eigentlich passiert? Sie ist von einem Auto überfahren worden. Sie war sofort tot. Sie kam aus dem Hotel, wollte über die Straße, hat nicht nach links, nicht nach rechts geschaut. Ein Kollege, der den Unfall mit ansehen musste, hat mir das erzählt. Wann war das? Vor 3 Wochen in Rio. Hatte sie einen Freund? Sie hatte eine Beziehung zu dem Chef ihrer Mutter. Heimlich. Sie hat sich nicht getraut, es ihr zu erzählen. Die Geschichte war allerdings ziemlich plötzlich zu Ende. Ich glaube, das hat sie sehr getroffen. Ja, jetzt ist es gleich 21 Uhr. So wie es aussieht, wird Frau Stiegler wohl nicht mehr kommen. Ja, vielleicht war es ein Missverständnis. Kennen Sie das Atemschutzgesetz? Auswendig. Und warum verstoßen Sie dann permanent dagegen? Und lassen Ihre schlechte Laune an den armen Elfenbeinkugeln aus? Erstens habe ich keine schlechte Laune und zweitens sind die schon lange nicht mehr aus Elfenbein. Und? Was war denn in der Firma? Nichts. Eine Ansammlung von Lackaffen und Yuppies. Schlecht geheuchelte Trauer, nicht der leiseste Ansatz eines Motivs. Diese Leute haben keinen Stallgeruch. Die arbeiten heute hier und morgen bei der Konkurrenz. Ja, aber wir können da durchaus nochmal nachhaken. Haben Sie die beiden bestellt? Ich war so frei. Gut, also auf alle, die mit der Tatwaffe in der Hand über der Leiche gebeugten Geständnis abgeben. Der Ulfbauer kommt als Täter nicht mehr in Betracht. Die Obduktion hat ergeben, dass der Tod um 21 Uhr eingetreten ist. Das würde auch erklären, warum Suhrmann keinen Schuss gehört hat. Genau. Der Bauer hat um 21.45 Uhr vom Apparat Voss den Notruf abgegeben. Glauben Sie, dass der eine Dreiviertelstunde, nachdem er den Voss umgebracht hat, zum Telefon geht und die Polizei anruft? Eben, ich auch nicht. Sagen Sie, fällt Ihnen eigentlich nichts auf? Also wenn der Voss die Aschenbach wirklich in ein Zimmer gesperrt hat, warum haben wir denn den Schlüssel nicht gefunden? Wir haben alles durchsucht. Ein Schlüssel wurde nicht gefunden. Ja, eben. Da müssen wir eben nochmal alles durchsuchen. Was ist mit dem Alibi von der Stiegler? Das ist ziemlich wackelig. Der Hausmeister jedenfalls kann nicht bezeugen, dass sie an dem Abend zwischen 7:30 und 11:30 ununterbrochen im Apartment war. Gut, Sie meinen, sie hätte durchaus zum Voss fahren, ihn erschießen und dann zurück zum Apartment fahren können? Ja. Gut, aber warum hätte sie das tun sollen? Richard Voss hat ein Verhältnis mit ihrer Tochter. Ach nee. Und die Mutter hat anscheinend nichts davon gewusst. Nicht schlecht, Kollege, nicht schlecht. Ja? Melanie Voss. Bitte, nehmen Sie Platz. Schade. Schade was? Schade, dass Sie nicht auf meiner Seite sind. Ja, vielleicht bin ich das ja.
Dann lassen Sie Ulf Bauer frei. Na Moment, Moment. Man hat mir gesagt, dass Sie mit einem Anwalt kommen. Der musste ins Gericht. Er hat gesagt, das schaffe ich auch alleine, solange Sie mich nicht festnehmen. Ich war ja in Wien, als es passiert ist. Lydia Aschenbach ist Ihre Lehrerin? Ja. Hat es Sie nicht gestört, dass sie die neue Lebensgefährtin Ihres Vaters war? Doch, aber ihretwegen. Sie war viel zu gut für ihn. Sie wollte ihren Vater verlassen. Daraufhin hat er sie misshandelt und vergewaltigt. Und eingesperrt. Sie hat's mir erzählt. Ich habe sie gewarnt, er ist ein Macho. Männer wie mein Vater verlässt man nicht einfach so, ohne dafür zu bezahlen. Sie mögen Ihren Vater nicht. Merkt man das? Nein, ich mag ihn nicht. Er hat meine Mutter genauso schlecht behandelt und bei der Scheidung über den Tisch gezogen. Sind Sie sein einziges Kind? Soviel ich weiß, ja. Dann erben Sie ja jetzt eine Menge Geld. Deshalb habe ich meinen Freund hingeschickt, um meinen Vater umzubringen? Sie ticken ja nicht richtig. Merkt man das? Ich habe keine Ahnung, wer ihn umgebracht hat. Vielleicht war es ja die Haushälterin. Die Haushälterin? Das sollte ein Witz sein. Ach so. Die war ja auch nicht da. Mein Vater war ein Weiberheld. Vielleicht war es ja eine von seinen Tussis. Oder ein gehörnter Ehemann. Mit verheirateten Frauen hat er es nämlich auch. Gut, nochmal zurück zu der Haushälterin. Wir haben sie in Regensburg bei ihrer Schwester erreicht. Sie hat ausgesagt, dass Sie, Melanie Voss, am Abend vor der Tat in dem Haus waren. Sie haben das Kellerfenster aufgemacht und die Alarmanlage ausgeschaltet. Ja, ich war sauer auf meinen Vater, weil er so schlecht löhnt. Meine Mutter muss hart arbeiten und er schwimmt im Geld. Wir dachten, wir zocken ein paar Sachen und verscherbeln die dann. Das war's. Mit dem Mord haben wir nichts zu tun. Gut, danke. Sie können gehen. Werden Sie ihn freilassen? Das entscheidet der Haftrichter. Danke. Keine Ursache. Hast du überhaupt einen Angelschein? Das kann mich nicht aufhalten. Ne? Blumentöpfe, das sind beliebte Verstecke. Ja, vielleicht für Ostereier. Ja. Der hat den Schlüssel nicht versteckt, der hat ihn irgendwo hingelegt. Der wollte doch seine Frau sicherlich auch wieder rauslassen irgendwann, denke ich mal. Was macht der Mann? Er hat seine Frau eingesperrt. Er muss sich erstmal beruhigen. Er hat Durst und... ja. Er geht erstmal in die Küche. Er geht in die Küche und trinkt erstmal einen Schnaps. Lorenz, der Profiler. Und dann geht er zu dem Spiegel da und schaut sich erstmal sein zerkratztes Gesicht an. Ja. Und dann geht er ins Wohnzimmer. Er ist ziemlich fertig. Schließlich ist er schon 54 und sie wird sich sicherlich auch gewehrt haben. Also lässt er sich ins Sessel fallen und verschnauft erstmal. Ja, und dabei wird ihm der Schlüssel aus der Hosentasche gerutscht sein. Da ist was. Nein. Ha. Na, was sagst du jetzt? Respekt, Respekt. Ein echtes Schlüsselerlebnis. Meine Herren, kommen Sie, wir können vom Hof rein. Ja, der Wiegand. Wir haben den Schlüssel gefunden. Wo? In dem Sessel im Wohnzimmer. Er muss ihm wohl aus der Hosentasche gerutscht sein. Na bitte. Aber damit ist die Lydia Aschenbach jetzt außen vor. So sieht's aus. Wir fahren jetzt noch mal in die Firma und werden der Edith Stiegler einen Besuch abstatten. Aber vorsichtig anfassen, ja? Die Dame knickt leicht ein.
Ja, bitte? Wiegand, Kripo München. Wir möchten gerne zu Frau Stiegler. Sie ist vor einer halben Stunde weggefahren. Wissen Sie wohin? Ja, nach Hause. Vielen Dank. Frau Stiegler? Kann ich die Frau Stiegler bitte sprechen? Einen Moment. Es tut mir leid. Hören Sie, aber Frau Stiegler ist nicht im Haus. Ja, wo kann ich sie? Das kann ich dir sagen, wo die ist. Die steht neben mir. Das muss gleich in der Nähe sein. Pass auf. Da, die nächste rechts. Kennst du ihren Wagen? Ja. Da, da vorne steht er. Der gelbe? Ja. Okay, dann halt jetzt. Wieso, was hast du denn vor? Ich steig aus. Du fährst allein hin. Ah, verstehe. Frau Stiegler? Ja? Ich bin nicht da. Und was soll ich sagen? Sie wissen es nicht. Gut. Ach, Frau Wallner? Ja? Sagen Sie, ich bin zum Friedhof gefahren. Zu wem möchten Sie? Zu Frau Stiegler. Haben Sie vorhin schon mal angerufen? Nein. Frau Stiegler ist nicht da. Ich glaube, sie ist zum Friedhof gefahren. Sie hat die Blumen dabei. Aber da drüben, das ist doch ihr Wagen, oder? Dann hat sie wohl den Bus genommen. Oder ein Taxi. Ja, da habe ich wohl Pech gehabt. Frau Stiegler. Wer sind Sie? Hane, Kripo München. Was wollen Sie von mir? Warum lassen Sie mich nicht endlich in Ruhe? Frau Stiegler, es tut mir leid, aber wir ermitteln in dem Mordfall an Ihrem Chef. Und das geht nun mal nicht ohne Fragen. Warum verstecken Sie sich vor uns? Kommen Sie. Wir gehen zu Ihnen hinein und Sie erzählen mir, was passiert ist. Ja, ich war im Haus von Voss. Was wollten Sie von ihm? Ich hatte keine Ahnung, dass er und Claudia bis vorgestern, bis dieser Brief kam. Dieser Brief belastet Sie sehr. Weiß ich. Haben Sie mit Voss darüber geredet? Ich wollte es den ganzen Tag. Aber er hatte immer Auspflichte. Deshalb bin ich abends nach Hause gefahren. Von dem Appartement Ihrer Tochter aus? Hm. Hat mir selber aufgemacht. Kommen Sie rein, hat er gesagt, reden wir drüber. Ganz jovial, als ging es um eine Gehaltserhöhung.
Ich war außer mir, weil es ihn überhaupt nicht zu berühren schien, was ich ihm zu sagen hatte. Tja, es tut mir leid, hat er gesagt. Das war alles. Und dann hat er mir einen Scheck gegeben. Sind Sie mit 50.000 zufrieden? Ich hab das nicht geglaubt, aber das war so. Der Mann hat mir tatsächlich Geld angeboten für das, was er meiner Tochter angetan hat. Als kleine Wiedergutmachung, hat er gesagt. Als wenn Geld meine Tochter wieder lebendig machen könnte. Ja, Wiegand, ich bin's. Die Frau Aschenbach lässt fragen, wann sie ihren Wagen wieder haben kann. Gut, ich sag's ihr. Haben Sie die Schlüssel? Alles klar, bis gleich. Ja, der Kollege kommt in einer halben Stunde vorbei und bringt Ihnen die Schlüssel. Ich habe mich sowieso gefragt, was Sie in den Wagen zu finden hofften. Das weiß man vorher nie. Was machen Sie denn jetzt? Bleiben Sie in dem Haus wohnen? Auf gar keinen Fall. Außerdem ist es nicht meine Entscheidung. Melanie hat sicher andere Pläne. Sind Sie mit Ihren Ermittlungen weitergekommen? Ja, entschuldigen Sie mich einen kleinen Moment. Kollege, ich muss kurz raus. Die Stiegel ist draußen. Geständnis? Sie hat zugegeben, dass sie an dem Abend im Haus von Voss war, aber mehr noch nicht. Hier, lesen Sie das erstmal. Aus Rio. Das ist ein Abschiedsbrief. Claudia Stiegler hat den Brief an ihre Mutter geschrieben, bevor sie vor das Auto gelaufen ist. Selbstmord? Ja. Richard Voss war ihre große Liebe. Sie haben gemeinsame Zukunftspläne gemacht. Obwohl Lydia Aschenbach mit ihm zusammenlebte. Nachdem Claudia Stiegler ihm erzählt hat, dass sie schwanger ist, hat er die Beziehung abgebrochen. Von heute auf morgen. Darüber ist sie nicht hinweggekommen. Holen Sie sie rein. Kommen Sie bitte. Nehmen Sie Platz. Also, wir waren bei dem Scheck, den er Ihnen angeboten hat. Ja. Dann hat er mich gefragt, was wollen Sie? Wollen Sie mich umbringen? Er ist dann in sein Arbeitszimmer gegangen, kam kurz darauf wieder der Pistole zurück, hat mir diese Pistole in die Hand gedrückt und hat gesagt, tun Sie es. Erschießen Sie mich. Und dann haben Sie abgedrückt. Haben Sie? Nein, hat sie nicht. Sie hat sich nicht getraut, auf ihrem Chef zu schießen, obwohl er uns dieses Leid angetan hat. Ihr, ihrer Tochter und mir. Der große Richard Voss hat einen Fehler gemacht. Er hat geglaubt, die Pistole sei leer. Aber er hat sich verzählt. Eine Patrone war noch drin. Ich sehe noch dieses ungläubige Staunen in seinem Gesicht, als der Schuss fiel. Voss stand da, provozierend, überheblich, ganz Herr der Situation und hat gegrinst. Ich habe ihr die Pistole aus der Hand genommen. Du traust dich doch auch nicht, hat er gesagt. Aber ich habe mich getraut. Aber sie waren doch eingesperrt.
Habe ich was verpasst? Lydia Aschenbach hat Richard Voss erschossen. Wie das denn? Die war doch eingesperrt. Wir haben die Tür aufgebrochen. Erst hat sie ihn getötet und dann hat sie sich selbst eingesperrt. Und wie ist der Schlüssel in den Sessel gekommen? Als sie auf den Krankenwagen gewartet hat, da hat sie ihn in der Polsterritze versteckt. Vor unseren Augen.